Geh doch schon darüber. So, passt jetzt schön auf. Stellt euch auf eure Plätze. Seht mal, die Engelflügel. Genial, was? Die sind ja großartig. Aber Moment mal. Der Stoff kommt mir bekannt vor. Ja, klar kennst du den. Das war doch dein Nachthemd. Wie ehrlich. Frag doch mal Steven. Der hat Jesse, ja? Der Herd ist fertig. Oh, toll. Danke. Ich find's total klasse, dass du dich so einsetzt. Ja, wir haben doch ein eigenes Kind hier im Rennen. Vergiss das nicht. Haben die Kids das allein geschrieben? Ja, total süß. Komm. Also, Achtung, es geht jetzt los. Jungfrau Maria, du fängst an zu kochen. Das Jesuskind tritt auf und los. Ich kann nichts dafür, Mama. Jesus, du bist viel zu spät. Du drückst dich doch nicht etwa vor dem Tischdecken. Die Sanftmütigen sind schuld. Ich habe den Bus verpasst, weil ich sie segnen musste. Jesus, du bringst mich zur Verzweiflung. Was soll ich nur tun? Entweder streitest du dich mit Kerlen aus der Wechselstube oder du gehst übers Wasser in deinen neuen Schuh. Ich will nur meine Botschaft von Liebe und Freundschaft unter den Menschen verteilen. Das ist auch völlig okay, aber erst, wenn die Hausaufgaben gemacht sind. Sollte ich noch einen Anruf von der Grundschule Bethlehem kriegen, ist Schluss mit deinen Hobbys. Wow, wow, wow! Oh, da kommt Bello! Der heiligste Hund der Welt und mein allerbester Freund. Wow, keine Sorge, Jesus. Mach dir keinen Kopf. Deine Botschaft kannst du in Ruhe verteilen. Die Hausaufgaben sind ein Klacks. Bello, du bist der beste Hund von der ganzen Welt. Ho, ho, ho. Statten, ich bin der gute Nikolaus. Der liebe Gott hat angerufen und hat gesagt, dass du ein braver Junge warst. Er schlägt vor, dass wir an Weihnachten alle deinen Geburtstag zusammen feiern. Ja! Wow! Bravo! Ihr wart echt klasse. Wow. Ich bin auch brav und gehe in die Kirche, aber eine Geburtstagsparty sprang noch nicht dabei raus. Roll away, everything that's tripping up your life, you're not alone. Seize the day, go and solve the question in your mind. Das soll Männersache sein. Geht doch ganz leicht. Au! Au! Nächstes Weihnachten bin ich Buddhistin. Soll ich dir dabei helfen? Oh, hallo, Diego. Hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Tja. Gehst du mir aus dem Weg? Oh, nein, nein, nein. Das Internet ist meine neue Leidenschaft. Nur komme ich da unter meinem Pseudonym einfach nicht rein. Oh. Du hast einen neuen Namen? Ja. Diego 2. Warte, ich helfe dir mit dem Ding. Okay. Ich begreife nicht, warum dir dein großartiger Wall nicht zur Hand geht. Wieso sagst du seinen Namen so? So wie? So verachtend einfach. Boy. Ach Quatsch, so sag ich das nicht. Natürlich, genau so. Boy. Das ist einfach nicht wahr. Dann sag's jetzt. Nein. Sag es. Roy. Was ist eigentlich los mit dir? Gut, ich hab Roy mal geküsst. Wie oft soll ich mich denn noch dafür entschuldigen? Schwer zu schätzen. Also, Diego, Roy ist da, weil er zufälligerweise der Vater meines Sohnes ist. Ja, das ist eine wirklich praktische Ausrede. Finger weg von meinem Baum. Toll. Roy, 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 Roy. Ich sag den Namen ganz neutral, Jesse. Roy. Okay, das wäre etwas verachtend. Oh Mann, ich krieg gleich einen Rappel. So. Erledigt. Du bist sicher ganz schön aufgeregt, Darren. Ach was, das ist doch keine Hauptrolle in einem Cartoon. Das ist eine winzige Werberolle. Ach komm, ganz Buffalo wird dich heute sehen. Und ich sitze daneben dir, wenn das läuft.
Carrie, ich habe dir doch mal so einen Ring gegeben, um Linda eifersüchtig zu machen. Erinnerst du dich? Mhm. Das hat nicht so recht hingehauen. Könnte ich ihn vielleicht wieder haben? Ich habe ihn unter meinem Kopfkissen. Der hat jetzt ausgeschlafen. Oh, ich kann ihn auch am Hals tragen, wenn du willst. Nein, denn das würde verhindern, dass du ihn mir zurückgibst. Verstehe. Das war's. Linda, es ist aus. Ich mach Schluss mit Darren. Und was heißt, du machst Schluss? Ihr hattet doch noch gar keine Beziehung. Ja, ich weiß. Und genau das war auch eines unserer größten Probleme. Also, ist Darren jetzt frei? Ist mir völlig egal. Warum? Weil ich an einem Klatschblatt über die Bar arbeite. Aber das Einzige, was ich bisher notiert habe, ist, alle Männer sind Schweine. Hey, was ist los? Was hast du? Oh nein, diese beknackten Männer! Ja, aber wir brauchen sie als Kanonenfutter. Ärger mit Diego? Ja, ich werd noch verrückt. Er kann diese Roy-Geschichte einfach nicht vergessen. Und wisst ihr was? Roy hat mich zum Essen eingeladen. Oh. Warst du wieder rückfällig? Nein, nein, nein. Nie und nimmer. Das wäre das Letzte. Also wirklich, nein. Obwohl, ich muss sagen, dass er sich jetzt sehr bemüht. Und eins ist klar, für die Vater-Sohn-Beziehung ist das ein Segen. Mach doch mit Diego ein Kind, dann hast du noch einen Segen dazu. Was, irgendwie läuft das nicht so obertoll mit Diego. Ich mag ihn wirklich, aber immer wenn wir zusammen sind, ist es nur schwierig, versteht ihr? Mein Leben ist so schon schwierig genug. Wow, deine Sorgen sind talkshowreif. Ruhe jetzt, Ruhe. Mein Sohn kommt nämlich gleich im Fernsehen und sollte auch nur einer von euch da reinquatschen, kann er sein Glas in Zukunft selber spülen. Moment mal, seit wann spülen die hier Gläser? Ruhe, es geht los, da kommt's. Hallo, Freunde, vor euch stehen die drei Weisen von Freddys Elektromarkt. Ihr werdet euch fragen, wie können die Weise sein, wenn sie DVD-Player verschleudern für 169,95? Also das ist auch nicht weise, sondern total abgefahren! Mini-Preise auch für Mini-Display-er! Und sollte die Konkurrenz von diesen Preisen Wind kriegen, dann werden wir drei Weisen mit Sicherheit gefeuert. So, und jetzt sofort zu Freddys Elektromarkt, denn dort gibt's Angebote, bei denen nicht nur wir drei Weisen total abheben! Und los! Wow! Also das würde ich dir nicht raten, Bello. Los, weiter, Bello. Es ist nicht mehr so weit bis zur Lepra-Kolonie. Wow, Jesus, ich weiß es genau. Du machst sie gesund, wow. Ja, ich werde sie mit der heiligen Zauberlimo heilen, die mir Gott gegeben hat. Halt, halt. Wo ist die Zauberlimo denn? Bello hatte Durst. Nein, Jesus hatte Durst. Ja, Jesus hatte Durst. Jesus hatte Durst. Jesus hatte Durst. Jesus hatte Durst. Okay, ist gut. 5 Minuten Pause, Kinder. Oh, und falls ihr pinkeln müsst, spielt nicht die Helden. Hallo, Jesse. Ach, hallo. Ich mach dir einen Vorschlag. Was hältst du davon, wenn ich nach der Probe mit Little John eine Pizza esse? Dann hättest du mal etwas Zeit für dich. Oh, danke schön. Für eine alleinerziehende Mutter ist Zeit besser als Schokolade. Und sie setzt nicht am Hintern an. Was? Ich werde mich morgen mal um deine Benzinpumpe kümmern. Ja. Wie bitte? Du hast mich gestern doch eingeladen und ich nehme die Einladung an. Gestern hast du Nein gesagt. Na und? Und heute sage ich ja. Toll, okay. Wo ist der Haken? Da ist keiner. Ach, na klar, du bestellst mich irgendwo hin und dann versetzt du mich. Aber nein, ich werde mich ein bisschen herausputzen. Du holst mich ab. Das wird ein netter Abend. Verwechselst du mich vielleicht? Linda, hallo, ist Jessie da? Sie arbeitet heute gar nicht. Ich muss da was zwischen uns klären. Ich war so ein Idiot. Wir haben hier alle lange darüber geredet. Ja, entsetzlich. Weißt du, als ich heute früh unter der Dusche stand, da hab ich... Einen Moment. Lass mich die Dusche doch erstmal verarbeiten. Okay, ich bin ganz Ohr. Also, als ich unter der Dusche stand, da habe ich mich gefragt, warum mich das mit Roy so quält. Ich weiß es jetzt. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich da nicht mit ihm mithalten kann. Die beiden haben schon so viel zusammen erlebt. Hast du dich nach dieser Erkenntnis dann abgetrocknet? Ach, oder? Da war ich schon rasiert. Jedenfalls ist mir jetzt klar geworden,
es spielt keine Rolle. Denn das, was Jesse und ich hatten, das war so einzigartig, das kann keiner zerstören. Auch Roy nicht. Es steht wirklich nur eine Sache zwischen uns und das bin ich. Das heißt, ich treibe diesem Schweinehund diese Frau noch in die Arme. Na gut, ich muss sofort mit dir reden. Wo ist sie? Sie ist ausgegangen mit... Was? Sie ist mit Roy essen gegangen. Mit Roy? Sie hat recht, du sagst das echt witzig. Verstehe. Wahrscheinlich ist es das Beste. Die beiden kennen sich schon seit Ewigkeiten. Er ist der Vater ihres Sohnes. Ja, besser ein Ende mit Schrecken. Es gibt mir wenigstens noch die Gelegenheit, mich mit Würde zurückzuziehen. Ich glaube, die essen bei Pierre oder sonst wo. Über die High Street bin ich in 5 Minuten da. Danach kam dann die Phase, in der er sich eingebildet hat, dass Monster unter seinem Bett leben. Wahnsinn.